Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Animal Crossing. Heute ist Tag 55 auf der Insel und wir haben einen Campingplatzbewohner. Und ich dachte, also zuerst wollte ich nicht aufnehmen und dann habe ich gesehen, dass einer auf dem Campingplatz ist. Und dann dachte ich, ist vielleicht ganz cool und ich würde sagen, wir gucken mal vorbei bei wer auch immer da ist. Vielleicht ist es ja was Cooles. Guten Tag, ich bin Miri. Oh, das ist doch die Katze, die so mega beliebt ist, oder? Den wollen doch immer alle in ihren, auf ihren Inseln haben, ne? Genau, Gunnar. Hi, bist du aus der Gegend? Ich habe mich hier zu einer kleinen kreativen Auszeit zurückgezogen. Also nochmal, dieser Campingplatz wird Ihnen präsentiert von, Gunnar. Na, wie war ich? Ich meine, wir können mal gucken, ob er versuchen will einzuziehen. Vielleicht, wenn dafür Kabuki auszieht oder irgendwie einer, also ich meine, Kabuki wäre definitiv der beste Tausch dafür. Auch wenn mir das leid tut. Ja, du kannst das annehmen. Tut mir leid, ich muss wohl absagen. Zu Hause steht mein künstlerischer Durchbruch auch ganz kurz bevor. Das kann ich schlecht zu Hause lassen. Ich werde Kanto aber für meine Tournee vormerken. Aber vielleicht doch. Okay. Wir können was spielen. Was dabei für dich rausspringen könnte, mal überlegen. Wenn du gewinnst, gebe ich dir eine Sicherheitsweste. Wow, na, willst du? Als wäre das irgendwas richtig Krasses. Sehr gut, bin ich dabei. Sehr gut. Sollen wir die Regeln durchgehen? Ja, ich sag eine Farbe und du ziehst eine Karte. Oh. Okay, du hast 4 Karten. Aha. Ja, ich kenne das Prinzip. Können wir weitermachen. Okay. Ich habe die Karte ausgewählt. Was für eine ist es? Ach. Okay, Karo. Ja, genau. War fast richtig. Das dauert wahrscheinlich noch 100 Jahre. Fürchte ich. Oh. In diesem Sinn, bitteschön. Okay. Ja, Kanto im Frühling ist unvergleichlich. Wobei, mit dem Frühling konnte ich bisher nicht allzu viel anfangen. Irgendwie ist doch nie das richtige Wetter, um sich voll und ganz dem Schmieden zu widmen. Schmieden? Ja. Ja, spielen wir ein Spiel. Oh, diese Spiele. Eine Campusjacke. Ach, er gibt jedes Mal was anderes. Okay, cool. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder Ja gedrückt. Okay. Okay. So, ich habe von Karo genommen und es war Peak. Ah, ich habe. Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Da gibt es nur Glück. Oh! Okay. Die Herzkarte. Volltreffer, ein Kater wie ich hält Wort. Also viel Spaß mit meiner Campusjacke. Dankeschön. Die Runde ging zwar an dich, aber beim nächsten Mal kann's ganz anders aussehen. Camping macht mich ein bisschen unruhig, okay. Hä? Wie oft muss ich denn mit ihm spielen? Bis er auf die Insel zieht? Leute. Nein, bitte nicht. Okay. Ja, diesmal ist es Karo. Ich spüre das. Ja. Vor allem, dass er so tut, als hätte er mir was Gutes getan. Oh, Leute. Zieh doch her, ja. Ich fühle mich geehrt, dass du mich noch hier haben möchtest. Aber ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Aber wenn du Karten hast, können wir das gleich jetzt klären. Spielen wir ein Ründchen, ja? Wenn du gewinnst, ziehe ich her. Wenn nicht, bleibe ich, wo ich bin. Oh. Der macht's aber unnötig kompliziert, der gute Herr. Und ich weiß nicht mal, ob er bleiben kann. Weil wenn er jetzt Marianne rausschmeißt oder meinen Wolf, dann geht das nicht. Schwarz oder rot? Oh, die Chance ist 50-50. Ja, ich habe aber immer genug Pech, dass es trotzdem nicht klappt.
Ja, natürlich. War ja klar. Tut mir echt leid. Sorry, aber der Umzug ist damit abgesagt. Was? Wer macht denn daran fest, ob er umzieht? An so einem Kartenspiel. Bist du doof, Katze? Hä? Okay, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, mein altes Leben zurückzukehren. Allein die Paparazzi. Echt? Wie verlockend. Aber so leid es mir tut, ich muss seine Hoffnung enttäuschen. Ich muss... Leute, das ist... Ich... Was ist los mit ihm? Er soll einfach nur annehmen. Das Problem ist, ich kann nicht den Text schneller machen, weil ich sonst aus Versehen was nur am Ende überspringe. Oh, der macht es mir aber auch nicht leicht. Ich glaube, ich will ihn nicht auf meiner Insel. Möchte ihn jemand von euch haben? Ist es jetzt verkackt oder wie? Ich dachte, man kann das unendlich oft fragen. Ach ja, eine Nachtwanderung. Hä? Was ist los mit ihm? Er soll einfach nur hierher ziehen. Ist er doof? Frage ich mich. Ist er doof? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Freundchen, häng das bitte nicht an die große Glocke, aber nur zum Vergnügen bin ich nicht hier. In Wirklichkeit betreibe ich ja Recherche für meine nächste große Rolle. Okay. Oh. Ich dachte, man kann die dann nochmal fragen, ob sie mit einem spielen wollen. Ja, du spürst eine gewisse Spannung in der Luft. Ich kann ja sagen, woher die kommt, Freundchen. Du redest noch mit mir? Und das, nachdem ich deine Einladung hierher abgelehnt habe? Vielleicht war diese Entscheidung ja falsch. Ich kann mir da nicht trauen. Das Schicksal muss entscheiden. Obwohl es das Schicksal nicht immer gut mit mir gemeint hat. Nein, es gibt kein Zurück. Wir lassen dich gar nicht entscheiden. Gewinnst du, komme ich her, wenn ich denn nicht. Was sagst du? Ich weiß, der Einsatz ist so. Das wollte ich hören. Auf geht's. Wie ich diese Katze jetzt schon hasse. Oh, komm, jetzt muss ich wieder zwischen vier entscheiden. Oh, meine Güte. Okay, und? Was habt ihr heute so gemacht? Hattet ihr einen schönen Tag? Ich saß den ganzen Tag bei einer dämlichen Katze im Zelt, der davon geredet hat, dass es irgendwie ein Sternbild geben soll, das nach ihm benannt ist. Irgendwas ist nicht richtig mit ihm. Ich weiß es nicht. Bei uns ist warm. Es hat lang nicht geregnet. Bei uns ist hohe Waldbrand gepacht. Das ist nicht gut. Macht kein Feuer im Wald, Leute. Er wirkt keine nervigen Katzen. Wie zum Beispiel den hier. Besonders den hier. Er ist nämlich unfassbar nervig. Fast hätte ich B gedrückt. Du bist nicht böse, obwohl ich erst abgelehnt habe. Ich gebe dir gleich erst, Freundchen. Er geht ins Service Center. Oh, was. Das Spiel hatte Erbarmen mit mir. Dankeschön. Sorry, schlechte Neuigkeiten. Ich habe ewig mit dem Service Center diskutiert. Jetzt kommt erstmal die Frage, ob er überhaupt in Frage kommt, wen er rausschmeißen will dafür. Aber da ist nichts zu machen. Alle Grundstücke sind schon vergeben. Kannst du das glauben? Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kanto sein exklusives Pflaster ist, weißt du? Dürfte ich vielleicht versuchen, jemand anderem das Grundstück abzuschwatzen? Nur zu. Magnifik. Die Katze hat sie nicht mehr alle. Ja, ich weiß, man kann jetzt die Switch ausmachen und bla und blub und... Nee, sorry. Aber ich meine, an sich wäre es vielleicht cool, aber so nicht. Tut mir leid. Auf Wiedersehen, Gunnar. Alle Leute, die jetzt weinen, tut mir auch leid. Aber ich werde nicht meinen Wolf dafür gehen lassen. Nicht für diese nervtötende Katze. Vor allem, weil ich schon zwei Katzen habe. Wenn er jetzt Sophie oder Kabuki rausgeschmissen hätte, okay. Oder Mandy. Oder Markus. Aber nicht die, für die ich extra auf diese Insel gereist bin. Das geht leider nicht. Das tut mir leid.
Nee, nee. Nee, nee, nee. Hi, Paula. Habe ich nicht noch eine Rübe dabei? Ja, ich habe noch Rübe. Das ist für Baloui. Das ist per... Oh, Leute. Das ist ja geil. Das muss ich gleich mal Baloui schicken. Dann kann er auch im Spiel arbeiten. Ist das nicht nett? Leute. Ich habe noch Rüben. Es ist mir egal, wie viel die jetzt wert sind bei euch. Nehmt sie einfach. Ich habe die hinterm Schild übersehen. Viel Spaß. 7000 Sternis. Das heißt, sie haben mir 70 dafür gegeben, ne? Der Preis ist kacke. Aber das wisst ihr. Weil ihr seid mies. So, ich kaufe auch noch das hier. Ja, ein Studierzimmertisch. Hört sich super an. Mhm. 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 Dankeschön. Das sind meine 7000 Sternis wieder weg. Traurig. Eigentlich wollte ich heute gar nicht aufnehmen. Aber ich wollte sehen, was im Campingplatz ist. Und dann war da der Typ. Und er wollte nicht einziehen. Und dann wollte er einfach den von allen Bewohnern, Paul, selbst über Paula hätten wir reden können. Über Arne oder Markus hätten wir auch gut reden können. Aber dass er dafür ausgerechnet den Wolf rauswirft, ne? Dafür gehört er echt, Kann man nichts machen. Schauen wir mal, ob es wenigstens heute neue, coole Musik gibt. 100 Bonusmeilen, dankeschön. Nook Shopping. Eine Spüle. Toll. Seefahrerlied 2001. Ja, das, ich meine, ich habe schon ein Seefahrerlied, aber habe ich 2000... Ich habe gar keine Ahnung. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit der Folge. Ihr dürftet sehen, wie ich 10 Minuten lang mit einer Katze diskutiere und am Ende ist es doch nichts geworden. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, guckt gerne bei der nächsten Animal Crossing-Folge wieder rein. Bis dann, macht's gut und tschüss.